Fürchtet euch nicht. Die Weihnachtsgeschichte auf Hohenloisch von Walter Hampele. Kossigs spännige Prachtkutsch hatten Okolt mit Schimmel in glänzlicher Gscher, a Kanolschäß mit einem Stern auf der Kielerhaub. Ein elende Stalladern hat über Futter drauf gruselt und großnädig Licht gebe zum auf die Welt kommen. Kein Streichorchester hat gespielt, dass der Maria leichter war ist. Nicht einmal eine Volksmusikkapelle vor der Stalltür. Alles an der Heimgewe, in der warmen Stube, haben die Füße unter den Tisch gestreckt beim zünftigen Vesper oder sind um den gemütlichen Kaffee aufgekocht nach dem Nachtessen und haben der Herrgott ein guter Mausei lassen bei Predlich und Glühwein, die Fensterläden geschlossen, welche der Kält und im Wind. Da hat niemand den Stern sehen können, über dem Ochsenwurzerer Stalltier. Alle die späte Gäste am gesprächigen Stammtisch. Und über dem Ausstoßen und der Kuddelsupp hör sie auch nichts gemerkt von der Helling auf dem Feld und der Stimme aus dem Himmel, fürchtet euch nicht. Es sind ausständige Leidweh mit einem faulen Gehbeitel und vor einem sicheren Heimweg haben die Straßenlichter gesorgt und Polizei. So hat der gerechte König ganz allein auf die Welt kommen müssen. Sein für das Geschäft ungeschickter Vater hat ihn mit schrundlichen Zimmermaushänden in ein Futter draufgelegt, auf Stroh, das er gnäschige Ochs und Eisel beim Fressen zum Ausfegen übrig gelassen habe. Und die zwei haben neugierig an dem kleinen Kind rumgeschnuppert, sonst ist ihnen nichts Gescheites eingefallen. Sie hätte ja auch keinen Haufen nichts machen können, geschweige denn ein Gloria singen. Na, niemand hat etwas gemerkt, wo ein Dach überm Kopf geht hat, kein Reicher nicht und auch kein Armer mit einem Äffele im Kämmerle. Noch Schäfer aus dem Armenhaus, die bloß ein paar Jahre in die Hilfsschule gegangen sind, kein Lehrgeld für einen ordentlichen Beruf haben zogen können und sich mit ihrem Leben im Schäferskarren angefunden haben. Die sind auch in der Winternacht bei der Schaf auf der Wart gewesen. Einer muss ja schließlich auf die Tierlich aufpassen und sie versorgen. Ausgerechnet denen dummen Kerlich, die von Politik und Wirtschaft nichts verstanden, kein Spurbuch und nicht einmal ein Spurstrumpf geht haben, gut denen ist alles verkündigt worden. Ängst habe es gehabt, wie es weitergeht in ihrem Leben. Wer für sie sorgt im Alter und was aus ihrem Kind wird, wo doch alle Leid auf einer trockenen Plätzle gehockt sind und ihr Ruhgewett haben vor Gott und der Welt. Gehofft habe es die Herde, dass einmal eine Wundergeschichte, dass ein Eber die Pferdestiegel umtritt, Skatterei reißt und ihr Eipferd's Leben eine neue Lauf kriegt. Aber selber hat nicht Kraft gefehlt dafür. Und sie haben auch keinen Weg gewusst hinterm Schaufstall. Grund den Herde hat sich in ihrer Nacht der Himmel aufgetan. Und weil bisher aus einem feierlichen Himmel bloß ein Unwetter gekommen ist, hat ihnen ein Engel zuerst die Ängste nehmen müssen. Fürchtet euch nicht, hat er hochgeschrien. Und wie sie wieder die Köpfe ausstrecken traut haben, hat er weitergemacht. Ich verkündige euch große Freude,
für alle Leid, denn euch ist heute Heiland geboren. Und noch etwas, noch etwas kehrt von Friede auf Erde, von Wohlgefallen und dass ihr das Kind in eure Krippe findet. Das erste Mal in ihrem Leben ist von oben kein Dunder wiedergekommen. Hat noch niemals Angst gemacht und niemals hat etwas von ihnen gewählt. Eine Frage ist noch versprochen worden für alle Leid. Aber der Engel hat es nicht denn gesagt, wo Grot in der Kirche betet und gesungen hätte, auch nicht der Großkopfete und Übergescheidlich oder der reiche Manager und Werkmeister. Sogar der Zimmermann Josef hat es außerhalb seiner Werkstatt erlebt, nicht einmal auf der Steher, sondern auf der Ras im Nordquartier, fast so arm wie die Herde. Die haben nicht lang gefackelt, ein Schäfle mitgenommen als Staffgeschenk und sind nach Bethlehem. Und wirli wo, es ist alles tupfergleich so gewesen, wie der Engel gesucht hat. Da haben sie nicht mehr länger das Maul halten können, alle haben sie es verzeiht, wo sie über den Weg gelaufen sind. Aber was so auffällige Herden verzeihen, glaube nicht gleich alle. Und es ist auch nichts Besonderes, wenn ein Karreleitskind in einem Stall auf die Welt kommt. Es hätte auch der Straßengrube sein können. Zumal bei einem Kind, wo man nichts gewiss über den Vater gewusst hat. Deswegen hat sich auch von der Großkopfe der keiner gereicht. Nicht einmal der Ortsvorsteher oder die Sozialfürsorge hat sich sehen lassen und ein paar Nächte im Durchwandererheim aufboten. Vielleicht haben die Herde alles so viel mitgebracht als Zudeck für das Kind, sonst wär's verfroren in der Kälte. Aber weit weg haben drei Könige gelebt, so Sterngucker. Ein bisschen wunderlich sind schon gewesen, weil ein Stern wichtiger war als ihr Königsthrone. Die haben von Weitem den Stern gesehen über dem Ochsenwirt zum Stall. Und noch habe es gewusst, dass dort der größte König von der ganzen Welt geboren worden ist. Schnell habe sie ein Geil und Kamelsattel und ein gescheites Mietbringerle einpacken lassen. Noch sind sie losgeriet. Weil sie aber gewusst haben, was sie kehrt, sind sie geradewegs nach Jerusalem nieder. Sie haben sie halt nichts anders denken können, als dass der Stern ihrem Herodes seiner Burg steht. Das war nämlich der jüdische König. Aber der hat von nichts Ahnung gehabt und auch kein kleiner Bub. Deswegen hat er alle Prälate und Theologieprofessoren zu sich kommen lassen. Und die haben tatsächlich rausgekriegt, dass schon im Alten Testament von Bethlehem gereiht ist. Die drei Könige sind schon ein wenig auffällig gewesen vor Alter, sonst hätten sie gleich merken müssen, was für ein Kerl der Herodes ist und dass er nicht tot werden will, der Leichensucher. Sie sind zum Glück im Traum gewarnt worden, dass sie dem Herodes nichts verraten. Vielleicht ist ein Ablos der Heimweg über Jerusalems umständlich gewesen in ihrem Alter. Es hat aber nichts geholfen. Der Herodes hat alles rausgekriegt und alle biblisch umbringen lassen in Bethlehem. Jetzt war's spät. Auch die Herde hätte sie am liebsten hinten noch zum Obissen, wo sie gemerkt haben, was für ein Lad ihr Frat auch gekriegt hat. Von Friede ist er nicht mehr reich gewesen, auch nicht von Wohlgefallen.
Gut, die gutmütige und ehrliche, hätte schier ihren König ans Messer geliefert. Aber der Besuch von den Sternengucker hat allweg etwas Gutes gehabt. Der Josef hat nicht groß schnell gedacht, sonst hätte er selber spüren müssen, dass da etwas nicht stimmt, wenn König aus Morgenland auf Besuch komme, aber nicht einmal eine hiesige Amtsperson. So hat ihm schließlich der liebe Gott ein Licht aufgehen lassen. Und der Josef hat gemerkt, dass er besser als politischer Flüchtling nach Ägypten soll, als daheim im königlichen Futterneid zum Opfer fallen. Und da hätte die Mietbringerlich aus dem Morgenland ganz schön geholfen. Sonst hätte man mit Santa Maria und dem Jesuskind als Wirtschaftsflüchtling gleich wieder ausgewiesen. Aber so ist der Heiland am Leben geblieben, der Mächtige zum Bosse, weil die Kleine an ihn glaubt und der Zudeck gebracht habe und die Weise aus dem Morgenland auch noch das Geld zum Überleben als Flüchtlinge. Und seletwege sind wir jedes Jahr an Weihnachten unser Lüchtlich auch, dass der König einziehen kann. Nimm ihn in den Stall, aber in unser Herz, dass das nicht allein sich selber im großen Ochs und im dummen Eisel überlassen bleibt.